Es hat gekracht auf jeder Demo, war klar, es kracht. An den Tagen von den großen Demos waren sämtliche Aschenanderdeckel weg. Weil wir die Dinger abgeschraubt haben, weil das waren unsere Schilde, so gegen die Bullenknüppel. Und das waren aber Tausende. Also es war nicht irgendwie, dass das eine kleine radikale Minderheit war, sondern es war klar, wir müssen zurückschlagen. Deutschland muss sterben, damit wir leben. Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass du die ersten Seiten in Biografien immer gerne überspringst, weil dich das nicht interessiert. Und dementsprechend wolltest du auch nicht so viel über deine ersten Lebensjahre sprechen. Genau. Ja, deswegen können wir es ja eigentlich auch ganz kurz halten. Du bist 1960 geboren. Willst du vielleicht ganz grob mal erzählen, was das für eine Zeit war? Ja, also Biografien von Ozzy Osbourne oder Johnny Rotten, die ersten 100 Seiten, wenn es um die Lebensjahre 0 bis 13 geht, die überspringe ich. Und im Grunde genommen kann man das bei mir genauso machen. Das ist halt eine gutbürgerliche Familie. Vater Seemann, Hafenarbeiter, Mutter Hausfrau und ja, ein bisschen im Büro gearbeitet. Sehr, ja, sehr gut bürgerlich, so, ne? So ist das Viertel auch, Hamm-Eilbek auf der Grenze, so Hasselbrookstraße. Das ist halt eine bürgerliche Geschichte. Allerdings muss man sagen, dass die Zeiten natürlich auch echt noch ganz andere waren. Die Erziehungsmethoden waren ganz andere als heute. Man muss sagen, also meine Eltern waren keine Nazis, das behaupten ja viele Leute, dass deren Eltern keine Nazis gewesen sind, aber also sie waren wirklich keine, aber sie waren so richtig, sie waren so Klischee eines Deutschen, so, ne? Autoritätshörig. Der Lehrer hat recht, der Bulle hat recht, die Nachbarn haben recht, aber bloß nicht das eigene Kind hat recht. So. Und so war das auch an der Schule. Du musstest, ich kann mich erinnern, dass du noch Ende der 60er, Anfang der 70er musstest du aufstehen, wenn der Lehrer den Raum betreten hat. So. Der Lehrer konnte dir ungestraft mit Lineal auf die Hände ballern. So. Und so muss man sich diese Situation vorstellen. So, ne? Und musikalisch, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben, immer Musik gewesen, war das war dann Ernst Mosch und die Egerländer und das war deutsche Schlagermusik. Und die einzige Reminiszenz an englischsprachige Musik war Johnny Cash. Deshalb habe ich Johnny Cash gehasst wie die Pest damals, weil er ein Sinnbild war für diese Zeit. In späteren Jahren ist Johnny Cash natürlich, muss man so sagen, ist natürlich ein brillanter Musiker gewesen und auch ein richtig guter Typ gewesen. So. Aber so muss man sich diese Situation vorstellen, auch gesamtgesellschaftlich so, Anfang der 70er. Da sitzen noch Nazis in den Parlamenten. Da sitzen Nazis beim Verfassungsschutz noch, beim BND und so. Da hat eine Entnazifizierung aber so gar nicht stattgefunden bis dato. Und dann kommt irgendwann die 68er-Bewegung. Und die 68er-Bewegung, über die kann man ja auch zum Teil wahrscheinlich zu Recht lachen. So, mit ihren Erziehungsmethoden, wo sie ihre Kinder dann komplett frei erzogen haben. Und die mussten aber dann trotzdem in die normale Welt und sind daran dann gnadenlos gescheitert. Die sind alle irgendwie in Psychotherapie gegangen und so. Aber man muss sagen, die 68er haben auch eine ganze Menge bewirkt. Die haben unglaublich viel aufgebrochen von diesen starren, verkrusteten Verhältnissen. So, ne? Und so in meinem Gefühl, von meiner Erinnerung war das so, dass dann so 72, 73 so zum ersten Mal dann auch lange Haare auftauchten. Ne? Die Leute haben Jeans getragen. Meine Eltern haben mich damals immer noch zum Friseur, also Friseurbesuch war für mich schlimmer als ein Zahnarztbesuch, weil ich immer so einen Pottschnitt hatte, so grauenhaft, wenn um dich rum die Leute schon anfingen, lange Haare zu haben und vernünftige Klamotten zu tragen, dann bist du natürlich der letzte Arsch gewesen. Und zum Glück hatte ich einen Onkel, der leider viel zu früh verstorben ist, Bernd, und der hatte mich 1973 mit einer Art von Musik bekannt gemacht, die mir, wo ich gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Nämlich zum Beispiel unter anderem T-Rex, den wir hier vorne sehen, Mark Bohlen. Man muss sich das vorstellen, ich habe gedacht, Musik ist ein Kulturgut, was es für mich nicht gibt. Na, also das ist nur was für die Elterngeneration. Musik gibt es nicht für mich. Im Radio läuft also wirklich nur läuft den ganzen Tag die Scheiße, um was bis zu zitieren. Und dann kommt dieser Onkel von mir, der hat einen Afro, der ist Vespa gefahren, leider viel zu früh gestorben. Ich glaube, dass er auch gekifft hat. Und der spielt mir Children of the Revolution von T-Rex vor 1973. Und das ist eine Offenbarung gewesen. So, ne? Das hat wirklich, das war dann Aufbruch. So, ne? Ja, das, heutzutage ist das ja alles verfügbar. Damals gab es nur das, was einem im Radio... Ja, damals gab es dann Piratensender, Radio-Piratensender. Unter anderem viel in Holland, die waren auf Schiffen. Und lagerten außerhalb der, weiß ich nicht, 20 oder 30 Seemeilenzone, sodass sie in internationalen Gewässern waren.
Und diese Piratensender waren nicht wie später Radio Hafenstraße Propagandasender, so wie wir bei Radio Hafenstraße dann damals in der Barrikadenzeit politische Propaganda verbreitet haben, sondern diese Piratensender waren nur dazu da, dass du Rockmusik hören konntest. Und dann gab es im Fernsehen, dann gab es irgendwann den Beat Club, ne, von Radio Bremen. Und dann hast du so zum ersten Mal Bands gesehen, ja, wie, oder auch dann hast du Leute, also Musiker mit solchen Haaren gesehen und so. Das war wirklich, das war eine Offenbarung einfach. Ne, so. Wie es für mich eigentlich damals dann irgendwann Jahre später nur noch mal Punkrock war. Ne, so. Das waren so die zwei Offenbarungen in meinem Leben, musikalisch gesehen. So. Und wann kam so die Politisierung in dein Leben? Also 75, 76. Und es hatte sehr, sehr viel zu tun mit der Anti-AKW-Bewegung. Das war das große Thema damals. Das war einfach zügig klar, dass AKWs nicht nur dein Leben gefährden, sondern das deiner potenziellen Kinder gefährden. Also ich habe bis heute keine, aber als wir dagegen demonstriert haben, hat der Staat mit einer Brutalität und einer Konsequenz ist dagegen vorgegangen, dass das ganz schnell auch ins Militante überkippte. Die ersten Brockdorf-Demos 76, das war von Anfang an, waren das sehr militante Geschichten, aber auch von unserer Seite aus. Wir haben gesagt, also wir stürmen den Bauplatz so, ne? Und wenn ihr euch da hinstellt, dann seid ihr diejenigen in euren Uniformen, die dieses menschenfeindliche Konstrukt, ein AKW, dann schützen. Und dann müsst ihr euch auch mit uns anlegen. So, ne? Also so 75, 76 ging das los mit den militanten Demos. So. Kannst du dich noch an deine erste Demo erinnern oder generell an die Anfangszeit? Welche Personen haben dich da geprägt? Wer hat dich da Leute mitgenommen? Ich bin mit 16 von zu Hause weg. Weil die Verhältnisse zu Hause einfach nicht mehr gingen, ne? Das war nicht mehr tragbar. So, das war einfach zu restriktiv, die Erziehungsmethoden. Und es war auch klar, dass wir und dass meine Alten und ich da nicht weiterkommen werden, so. Und dann bin ich mit 16 von zu Hause abgehauen und bin da ganz schnell in der Polizszene gelandet am Hafen, wo sich auch in späteren Jahren sehr viel abgespielt hat. Nicht nur die Hafenstraße, sondern dass auch die Punkszene in Hamburg ist da entstanden. Und ich bin dann schnell in so einer linksradikalen Polizszene gelandet, so, ne. Und damit dann auch schnell auf den militanten Demos in Brockdorf, Grunde, Kalka. Das waren so die AKWs, die da gerade im Bau befindlich waren. Und, ja, das prägt dich natürlich, wenn du dann, ja, das Ganze, wie gesagt, eine militante Ebene von Anfang an hat. Ne? So, ich habe aber auch politische Arbeit gemacht, ich habe Flugblätter geschrieben, ich habe mich mit der Atomkraft beschäftigt. Also es war nicht nur so ein Randale-Ding, so, um das mal so zu sagen. Es war kein Hooligan-Ding oder so. Das war schon, ich war Mitglied im Kommunistischen Bund. Und damals gab es irgendwie 6 oder 7 K-Gruppen. Also wenn du 30 Kommunisten hattest, dann haben die KPDML oder den KBW. Oder ich war im Kommunistischen Bund, das war der größte. Die hatten den Arbeiterkampf, das war die Zeitung von dem. Also ich habe auch wirklich politische Arbeit betrieben, so, ne? Und bin nicht nur auf die Demos gerannt. Ja, das, also 76 waren dann diese großen Brockdorf-Demos, ja. Und 77 ist dann ja etwas stattgefunden, was auch sehr prägend für dich war, nämlich in Malville die Demonstration, das ist in Frankreich, ja. Jetzt auch nicht gerade um die Ecke, sage ich mal. Wie kam es dazu, dass ihr da hingefahren seid? Weil der Protest von Anfang an auch international ausgelegt war, ne? Also in Brockdorf waren auch Genossen und Genossinnen aus Frankreich und aus Belgien und aus Holland, auch immer viele schon aus Amsterdam, traditionell auch eine sehr rebellische Stadt. Und ja, dann fährt man dahin nach Malville und das war schon heftig, weil die Franzosen sind einfach hart drauf. Die versenken auch das Schiff, die Rainbow Warrior von Greenpeace mal eben im Hafen, ne? Und das ist 30 Jahre später gewesen. Das heißt, die Franzosen sind da knallhart und die haben mit Offensivgranaten geschossen. Malville, auch im Bau befindliches ein schneller Brüter, und da waren so ungefähr 60.000 Demonstranten und die CRS, das ist so die Spezialtruppe, so wie die BGS oder GSG 9 in Deutschland, das Äquivalent dazu. Die haben mit Offensivgranaten geschossen und da hat es dann auch einen Toten gegeben, dem ist das vor der Lunge explodiert. Mhm. Und es gab 2 Schwerverletzte, weil, und das waren Deutsche, weil wir gedacht haben, wir waren es so gewohnt von unseren militanten Demos, dass wenn du Handschuhe anhattest oder dir ein Handtuch genommen hast, dann konntest du die Rauchbomben oder die Tränengasgranaten konntest du aufheben und sie wieder zurückschmeißen. Return to Sender, um es mal so zu sagen. Und, aber diese Dinger waren Offensivgranaten und die haben den Leuten dann die Hand abgefetzt. So, ne? Und da war ich 17 und das war schon, ja, das war schon heavy. Am nächsten Morgen sitzen wir bei so französischen Genossen beim Frühstück und da kommt einer mit der Zeitung rein, da steht Mort à Malville, ein Toter in Malville. So, und das ist schon, da wurde dir dann nochmal bewusster,
Wie hart der Staat dann so zuschlägt, wenn es an die Millionen geht, weil natürlich AKW ist immer das ein Milliardengeschäft gewesen, so, ne? Und sobald du das in Frage stellst oder aktiv angreifst, dann schlägt der Staat halt auch sehr, sehr hart zurück. So. Ja, man kann vielleicht noch dazu sagen, dass der Tote in Malville, dass es ein Physiklehrer war. Also das war jetzt nicht irgendwie der Krawalltourist oder so, sondern das war ein französischer Physiklehrer. Ja, genau. Ja, und so geht es dann auch weiter. Und die Militanz, die steigerte sich auch. Ne? Es gab dann einen Toten in Hamburg bei einer Anti-Strauß-Demo. Olaf Fürzmann, ein 16-Jähriger, der von den Cops auf die Gleise von der S-Bahn getrieben wurde. Und der war so in Panik, dass er nicht gesehen hat, dass die S-Bahn gekommen ist. Und der ist aber draufgegangen. Das war bei einer Anti-Strauß-Demo. Es hat gekracht auf jeder Demo. War klar, es kracht. So, ne? Und du hast dich auch ausgerüstet. Es war so, ich habe damals in so einem Betonviertel gewohnt in Hamburg, Steilshoop. Und an den Tagen von den großen Demos waren sämtliche Ascheimerdeckel weg, weil wir die Dinger abgeschraubt haben, weil das waren unsere Schilde, so gegen die Bullenknüppel. Wir haben die ganzen alten Autoreifen aufgeschnitten und haben uns die über die Schulter gelegt, weil die Bullen immer als erstes versucht haben, dir mit dem Knüppel den Knochen hier zu zertrümmern halt. So. Schulterbein. Das Schlüsselbein zu zertrümmern. Genau. Und so sind wir dann auf die Demos gelaufen, ne? Mit Ascheimerdeckeln, wo du dir drin dann so eine Halterung gebaut hattest, angeschraubt hattest. Und über den Schulterpolster. Und hatten selber auch Knüppel und hatten natürlich auch Helme auf. So, ne? Also das hat wirklich jede Demo hatte einen friedlichen Teil dabei hinten dran. Und vorne war der militante Teil. Und das waren aber Tausende. Also es war nicht irgendwie, dass das eine kleine radikale Minderheit war, sondern es war klar, wir müssen zurückschlagen. Keine Gewalt ist eben manchmal auch keine Lösung. Aber wir haben Gewalt immer als eine Notwehr, als eine legitime Notwehrgewalt begriffen. So, weißt du, das war ganz wichtig. Und hat es auch Spaß gemacht? Ja, ich natürlich, also bis zum gewissen Punkt, also mit 16, 17, 18, mit Tausenden von Leuten und mit so ein bisschen, natürlich hat es. Was eier ich hier rum? Natürlich hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, auf jeden Fall, mit entsprechender Musik dazu, Tonscheine, Scherben, die dann kamen. Na? Natürlich hat es auch ein bisschen Spaß gebracht, aber in dem Moment, wo du auf die Fresse gekriegt hast oder wo dir alle vier Ecken der Zelle gezeigt wurden, das war eine Spezialität in Hamburg an der Bachel-Budapester Straße gegenüber vom Stadion von St. Pauli, da ist jetzt ein Hotel drin. Und da war es dann mit dem Spaß auch ganz schnell vorbei, weil alle vier Ecken der Zelle zeigen hieß, dass du, also erstmal waren die Zellen im Keller unten, das heißt, er zog sich die Handschuhe an, dann bist du die Treppe runtergefallen, weil er dir natürlich einen Tritt in den Arsch gegeben hat, der Bulle. Und dann sind sie irgendwann nachts sind sie gekommen, dann hast du immer dieses schwere Geräusch von den Bolzen, von diesen Zellentüren gehört. Und dann wusstest du, jetzt kriegst du auf die Fresse, jetzt kriegst du alle vier Ecken der Zelle gezeigt. Das heißt, du hast richtig auf die Fresse gekriegt. Das heißt, irgendwann war es dann auch mal vorbei mit dem Abenteuer so, ne? Ja. Und hattest du damals das Gefühl, dass du also dich so von der Gesellschaft komplett entfernst, dass ihr eure eigene Gesellschaft aufbaut und gab es da so ein Ziel vielleicht auch dahinter? Also wir haben eine Gegengesellschaft aufgebaut auf jeden Fall, ja. Wir haben dann, das ging dann los, also es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es dann mehr linke Druckereien in Hamburg als normale Druckereien zum Beispiel. Na, also man hat Kneipenkollektive gegründet, man hat schon versucht auch seine Gegengesellschaft da aufzubauen. Und war es auch mit so einer gewissen Angst verbunden, sag ich mal? Hast du dich da von bestimmten Leuten entfernen müssen, von der Familie oder so? Ja. Da unter anderem aber allerdings auch deshalb, weil ich hatte nie ein Iro, aber ich habe immer rot-grün, bunt gefärbte Haare gehabt. Und mein Alter hat zu mir gesagt, entweder setzt du dir eine Mütze auf, hat Gunnar gesagt. Du setzt dir eine Mütze auf, wenn du mich besuchen willst. Und ich habe gesagt, fick dich, dann besuche ich euch nicht. Das heißt, ich hatte, glaube ich, irgendwie 2 Jahre oder so keinen Kontakt zu meinen Alten. Weil vorher haben ihm die langen Haare nicht gepasst, dann waren die weg und dann waren es die grünen Haare und das hat ihm halt auch nicht gepasst. So, ne? Ja, man hat sich schon auch von Familie auf jeden Fall entfernt und hat seine eigene Familie sozusagen gegründet, die ausgesuchte Familie, nicht die Blutsfamilie. Ne? Du hast dann wirklich auch in WGs gewohnt, dann ging das Häuserbesetzen los, ne? So halt. Und wer waren da so deine Vorbilder oder die Inspiration damals? Etwas früher, in den 68er Jahren, ist ja in den USA sind da ja ganz ähnliche Sachen passiert mit den Chicago 7 und so weiter. Habt ihr das damals mitbekommen? Waren das sowas wie Vorbilder für euch? Oder? Ja, klar. Es gab ein Buch, das hieß Do It von Jerry Rubin.
Dann haben wir natürlich auch so die ganzen Black Panther-Geschichten, ne? Also wo die Schwarzen sich bewaffnet haben. Und dann gab es eine Band, sehr wichtige Band, MC5, wegen Motor City 5. Und die haben in einem ganzen besetzten Haus auch gewohnt tatsächlich, in Detroit, deshalb Motor City 5, MC5. Und die waren bewaffnet, das hat man dann hinterher auch erst erfahren. So, da hat auch eine Bewaffnung. Dann natürlich auch irgendwie, klar, dieses Klischee Che Guevara natürlich, auf jeden Fall, klar. Natürlich ist Che auch ein Ideal gewesen. Dann waren auch lustige Sachen, also ich meine, eine Zeit lang ist jeder Linke in Hamburg mit der Mao-Bibel rumgelandet. Ich meine, Mao ist letztendlich auch ein Arschloch gewesen und ein Massenmörder, das muss man einfach mal unterm Strich mal so festhalten. Aber das war ja reinste Provokation natürlich, ne? Womit konntest du am meisten provozieren? Und man muss sich diese Zeiten wirklich nochmal vor Augen führen. Also ich meine, 76, ich bin Gymnasium Borgfelde 76 und da haben wir dann die RAF in Deutschland, den deutschen Herbst. Und ich stehe da als 16-Jähriger im Gymnasium, im Klo und hab so ein Edding dabei und krickel, krackel so einen ganz schlechten Raffstern übers Pissbecken. Ich komme am nächsten Morgen aufs Schulgelände und da stehen drei Zivilfahrzeuge des FD7, das ist die politische Polizei in Hamburg gewesen. Weil ein 16-Jähriger mit dem Edding einen ganz schlechten Raffstern dann gekriegelt hat, weil ich konnte nie zeichnen, ist am nächsten Tag die politische Polizei aufgetaucht, weil mich einer verpfiffen hat und der hat das dem Hausmeister verpfiffen. Der Hausmeister ist zum Schulleiter und der Schulleiter ist zu den Bullen, die Bullen sind zur politischen Polizei. So in solchen Zeiten hast du gelebt. Ne? Solchen Druck bist du auch von der Gesellschaft ausgesetzt gewesen. Ne? Das ist schon heftig gewesen. Ne? Da ist genau diese Hans-Martin-Schleier-Geschichten und die Flugzeugentführung und solche Sachen sind genau da zu der Schleier, Zeit. Schleier, Buback, Ponto. Buback, Ponto, Schleier, der nächste ist ein Bayer und damit war Franz Josef Strauß gemeint. Aber den haben sie nie erwischt. Alles war härter. Die Drogen waren härter, das heißt, das Heroin hielt sehr, sehr schnell Einzug, wo du in Hamburg noch beim Bier und beim Joint gewesen bist, haben die Leute in Berlin schon längst die Nadel im Arm gehabt. Wobei man eigentlich dazu sagen muss, es gibt ja auch das Gerücht, ich hätte nie Texte geschrieben. Das stimmt nicht. Tendenziell waren wir immer die Schwächeren. Viele Leute mit großer Klappe, viele Leute mit wenig Angst, aber wir sind auch oft gerannt einfach. Deutschland muss sterben! Damit wir leben können.